Herzlich willkommen zur 11. Folge von Lichtblog Professionals. Hier interviewen wir Experten, wenn es ums Thema Licht, Lifestyle und Umgebung geht. Das ist halt die zweite Folge der Doppelfolge mit Dr. Dietrich Moldan. Er ist Baubiologe und wirklich Experte, wenn es um elektromagnetische Strahlung geht. Und hört euch doch gerne, ja, wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, ja, Folge 10, hört euch die gerne an, ja, weil das baut alles darauf auf. Ansonsten muss ich nicht mehr viel zu sagen. Ja, besucht uns mal auf lichtblog.shop, ja, für wirklich hochqualitative Blueblocker-Brillen und Rotlicht. Und ich wünsche euch wirklich einfach viel Spaß mit dieser Folge, dass ihr viel rauszieht, ja, und wirklich, dass ihr Mehrwert dadurch bekommt. Ja. Bewertet uns gerne mal auf Spotify, teilt diese Folge mit euren Freunden. Wir würden uns riesig drüber freuen. Ich wünsche euch alles Gute. Abos. Ciao, ciao. Gibt es denn eine bestimmte, also zum Beispiel bei niedrigfrequenten Strom oder bei jetzt so Masten, hatten wir so diese 100 Meter als Beispiel. Bei hochfrequenten Sendemasten, gibt es da auch so eine goldene Regel, wo man sagt, okay, das ist gut, das ist nicht gut? Kann man eigentlich heute nicht mehr geben. Ja. Wir haben früher, um mal ein bisschen die Werte der Bundesnetzagentur zu nehmen, auf der Homepage kann man nachschauen, wo steht der Mast in etwa, die Angaben sind nicht immer genau, in welcher Höhe ist die Antenne, in welche Richtung strahlt sie, das ist ja toll mit den Angaben, und wie weit muss ich von der Antenne weg sein, um den Sicherheitsabstand einzuhalten, also in welchem Abstand dürfte ich mich 24 Stunden, 365 Tage aufhalten, ohne dass mir was passiert. Wir hatten früher beim D&E-Netz, bei GSM, einen Abstand von 1 bis 3 Meter gehabt. Dann wurde mehr und mehr von der Bevölkerung das Telefonieren gefordert. Dann stiegen dort die Abstandswerte. Dann kam UMTS dazu. Dann kam also mal auf 3 bis 5 Meter Sicherheitsabstand. Dann kam LTE dazu. Da haben wir zwischen 9 und 12 Meter Sicherheitsabstand. Und mit 5G wird das noch mehr. Das heißt, die Sendeanlagen fahren mit ihren Leistungen immer höher. Deswegen ist es wahnsinnig schwer. Ich habe Situationen, da sagt man, Mensch, jetzt ist man einen Kilometer oder einen halben Kilometer von der Sendeanlage weg, aber aus elektrobiologischer Sicht oder Sicht der Umweltmediziner immer noch zu viel Strahlung. Es ist also entscheidend, in welcher Höhe ist der Sender und in welcher Höhe bin ich mit meiner Wohnung. Es kann ein Tal dazwischen sein, dass die Sendeanlage auf der gleichen Höhe wie mein Gebäude. Durch den Abstand denkt man erstmal, es ist nichts, aber die gleiche Höhe macht das Problem. Strahlt der Mast genau in meine Richtung? Oder wunderschön weg von mir. Ja, also, dass ich praktisch zwischen zwei Hauptstrahlrichtungen bin oder bin ich direkt in einer Hauptstrahlrichtung. Das sind so entscheidende Einflüsse, dass man nichts mehr heute sagen kann, es wäre schön 500 Meter, keine freie Sicht und nicht in Hauptstrahlrichtung. Dann wäre man schon mal in einem Bereich, wo man sagt, das ist gut. Aber Sie kennen ja München und andere Großstädte. Wenn ich von der einen Sendeanlage 500 Meter weg bin, habe ich in der Zwischenzeit drei andere Anlagen umarmt. Ich kriege heute kaum noch irgendeine funkfreie Stelle. Und deswegen wird es immer schwieriger für Studien, Menschen zu finden, die keiner Bestrahlung ausgesetzt sind. Weil wenn wir Deutschland oder weltweit Bestrahlung haben, ich nehme jetzt mal nur mal Deutschland, ja, wo wollen Sie denn noch Bevölkerungsteile bekommen, die gesund strahlenarm wohnen? Gibt es kaum noch. Ja, ich meine, es ist auch allgemein schwierig, gesunde Menschen noch zu finden. Also ich glaube, das ist das Problem heutzutage. Ich sag mal so, bei mir ist es immer ganz interessant, weil manchmal sehe ich so 120 Patienten die Woche in meiner Praxis. Das heißt, ich kriege einen sehr guten Blick, was in der Gemeinschaft, in der Allgemeinheit los ist, weil auch 80-90% der Leute Rückenschmerzen haben. Also sehe ich schon sehr viel unterschiedliche Leute. Und ich habe kaum noch Leute dabei, die wirklich noch diese Vitalität ausstrahlen, wirklich diese auch Kreativität. Dann bin ich mal super, wenn man auch immer unterwegs ist und Leute sieht, die noch so sind. Ja, und das ist halt leider so, dass jeder Mensch unterschiedlich viel Widerstandsfähigkeit mitbekommen hat. Ja? Sei es, ja, wie war das im Mutterleib, ja, wie viele Gifte wurdest du da ausgesetzt, wie war die Geburt, weißt du, die ganzen Sachen. Und ich bin persönlich ein Kaiserschnittkind und habe auch sehr viele andere Sachen durchgemacht und dadurch ist meine Widerstandsfähigkeit ein bisschen runtergesenkt. Und ich muss auf solche Sachen aufpassen. Ansonsten kann ich als Mensch wahrscheinlich nicht mehr vernünftig funktionieren. Wenn ich einfach so einfach nur losleben würde, wie ich halt früher gelebt würde, dann würde es mich wahrscheinlich heutzutage gar nicht mehr geben, weil ich dann auch Suizidgedanken hatte und so weiter. Und das war, ja, war schon ziemlich verrückt bei mir persönlich. Aber das kann ich gut nachvollziehen, weil wirklich
die Bewegung, mit welchen technischen Dingen umgebe ich mich, wie bewusst bewege ich mich und achte auf all diese Dinge, Ernährung und dergleichen, einen unwahrscheinlichen Einfluss haben. Viel mehr, als man früher sich vorstellen konnte. Und man sieht es heute, ich habe vor einigen Jahren mal mit dem Nachhilfelehrer oder Leiter einer Nachhilfeschule in der Nachbarstadt gesprochen. Da sagt der Moldan, die Kinder können nicht mal mehr 45 Minuten stillsitzen. Die sind sowas von hippelig, weil die ganze Zeit tagsüber nur noch mit ihren Smartphones spielen. Also auch das ist erschreckend. Und wenn man sich überlegt, dass unser Auge gute 18 Jahre braucht, bis es ausgebildet ist, und wir fangen mit 2 Jahren an, auf diese blöden Smartphone-Displays zu schauen, was machen wir da kaputt? Südkorea hatte früher 10% Brillenträger, heute haben sie 90%. Ja. In der Schweiz machen sie an die Laternenpfosten in den Städten Gummipuffer dran, damit die Leute vor lauter Gucken in ihrem Smartphone sich nicht die Birne einrennen. Auf der Straße sind LED-Streifen, dass die Leute gewarnt werden, wenn jetzt die Straßenbahn kommt, weil sie es nicht mehr hören. Sie haben kein Gefühl mehr für die Umwelt. Und das Traurige ist, und das ist auch in Popkonzerten zum Beispiel, ich war nie auf einen, aber man kriegt es ja über Informationen mit, dass die Veranstalter, die Sängerin oben sagt, schaltet doch bitte euer Mobiltelefon aus und hört mir zu. Wenn ihr mich jetzt hier stundenlang filmt, das könnt ihr zu Hause das Feeling gar nicht mitnehmen. Also der Mensch, die meisten Menschen leben nur noch mit ihrem blöden Smartphone. Ich glaube, das, was ich vorhin meinte, dass halt alles so emotional neutral geworden ist, das ein Grund, warum es alles extremer geworden ist, in manchen Bereichen, auch die Musik ist zum Beispiel extremer geworden bei jungen Leuten, ja, dann bestimmte Lebenssachen auch, weil um wieder was zu fühlen, brauchst du halt diesen Dopaminstimulus und dann muss halt alles ein bisschen extremer werden sozusagen, ja, also das ist eine andere Sache, die ich halt gesehen habe und ich finde das eigentlich, es ist sehr besorgniserregend, auch wenn man guckt, okay, schaut, was für Filme und was für Serien sich jetzt junge Leute angucken, ja, was früher ein Porno war sowas, ja, oder so, ja, wo heutzutage, ja, das ist völlig normal, aber die Leute wollen sowas, ja, weil alles andere stimuliert die halt nicht mehr. Die Gewalttätigkeit ist es auch. Alles, ja, ja, ja. Und man hört ja nicht auf, dass man sagt, jetzt geht man ins Bett, nein, man schaltet den Fernseher ein und irgendwann, wenn man aufwacht, schaltet man ihn aus und hat sich in der Zwischenzeit jede Menge Blödsinn reingezogen, weil das Erste, was beim Menschen funktionsfähig ist, ist Gehör und das ist das Letzte, was stirbt. Ja. Das heißt, wenn wir schlafen, dann ist es nicht, dass wir nichts hören. Unser Gehirn arbeitet weiter. Und wenn man sich anschaut, was die Leute sich für einen Blödsinn reinziehen, egal ob sie sich zu einem Mittagsschlaf hinlegen, nach der Arbeit hinlegen oder dann vor dem Fernseher einschlafen, auf der Couch oder ins Bett gehen und die ganzen Kisten weiterlaufen lassen, es ist erschreckend. Ja. Ich habe mal eine Frage jetzt am Ich stelle mir halt immer die Frage, okay, gibt es da einen Diskurs, also jetzt auch bei Leuten, bei den Mobilfunkbetreibern oder auch in der Regierung, haben Sie da mal Kontakt mit den Leuten, redet man mal über solche Sachen oder macht jeder so sein Ding und es gibt eigentlich keinen Diskurs auf dem ganzen Gebiet? Ich war mal in einer Arbeitsgruppe drin, relativ weit oben, um mal mitzukriegen, wie läuft das Ganze. Ja. Schauen wir uns mal einfach die Struktur an. Der Mobilfunkbetreiber lässt ein Funksystem entwickeln und sieht da drin eine Marktchance. Mit viel Geld. Dann geht er zur Bundesregierung, zur Bundesnetzagentur und sagt, ich möchte gern eine Frequenz kaufen. Ich möchte was senden. Sagt er, okay, wir machen eine Versteigerung für UMTS zum Beispiel. Dann sind 3 Anbieter, der vierte ist ja dann ausgestiegen, beziehungsweise zurückgegeben. Diese 3 Anbieter haben 100 Milliarden D-Mark für einen kleinen Frequenzblock bezahlt, weil sie Goldgräberstimmung gehabt haben, weil sie gedacht haben, sie holen das rein. Meinen Sie, dass die Bundesregierung oder das Bundesamt für Strahlenschutz, also das Bundesamt für Strahlenschutz, schützt die Mobilfunkerzeuger vor den Bürgern? Deswegen Strahlenschutz. Und meinen Sie, dass so eine Regierung, die 100 Milliarden bekommen hat oder eine Behörde in irgendeiner Weise eine Reduzierungsmaßnahme auch nur andenkt, die kriegen die Hörner so vollgeschlagen, dass die einfach davon Abstand nehmen. Da ist ein Milliardengeschäft.
Ich weiß mal, wie in der Zeitschrift Ökotest ein Artikel gekommen ist über schnurlose Telefone, über das Dauersenden, wie problematisch die sind, beziehungsweise auch über Babyfone. In der nächsten Ausgabe von Computerbild war eine Anzeige nach der anderen für schnurlose Telefone. Es kann kein Problem geben. Deswegen wird jeder, der sowas macht, wird einfach mundtot gemacht. Und das Problem auch mit den Forschern, die solche Ergebnisse publizieren. Es gibt in jedem Land Europas mindestens einen Forscher, der mit Mobilfunk oder mit WLAN geforscht hat, dem sein Labor abgebrannt ist, dem sein Haus vielleicht abgebrannt ist, der sowieso von der Uni geschmissen worden ist, weil er dort ja einen Forschungsauftrag hatte, aber nicht gegen die Mobilfunkindustrie was aussagen kann. Also da ist ein wahnsinniger Druck auf diese Menschen. Also ja, was ich mich immer persönlich frage, okay, ist da einfach eine extreme Ignoranz da und die Menschen denken wirklich, okay, sie machen da noch was Gutes, ja, oder ist eigentlich das Bewusstsein dafür da, aber es wird einfach ignoriert und ja, weil ja, man zweifelt wirklich an der Intelligenz der Menschen an sich. Da kann ich nicht widersprechen. In der Schweiz haben sie mal untersucht, wo denn die Chefs der Mobilfunkindustrie wohnen. Die nächsten Masten von denen waren jeweils einen Kilometer weit weg. Da wohnte keiner neben Masten. Ist ja auch etwas seltsam. Und so ist einfach, es kann kein Problem sein, weil es darf keines sein. Und dann geht es eigentlich nur noch nach Profit. Und wenn der Geschäftsführer nicht spurt, dann wird er entlassen, dann kommt der Nächste rein. Die Aktionäre wollen Geld haben. Funk sieht man nicht, hört man nicht, riecht man nicht. Und die gesundheitlichen Probleme, ja, ein paar Einzelne, das sind so eingebildete Kranke, so Hypersensible, die vergessen wir mal, der Rest will ja. Jetzt schaut man sich die Studien für 5G an. Ich glaube, über 90% der deutschen Bevölkerung sagt, wir brauchen kein 5G. Sagen sogar die Behörden, 4G ist vollkommen ausreichend für das, was wir haben. Aber nein, 5G wurde entwickelt. Und wir sind ja heute in einer Situation, wo nicht das Bedürfnis entsteht und dann die Lösung geboten wird, sondern wir sind in einer Situation, wo erstmal der Mobilfunk erfunden wird. Und dann muss man den Menschen sagen, du hast ein Problem. Dein Smartphone lädt zu langsam runter, nimm doch 5G, das geht schneller. Wobei 4G genauso schnell ist. Und ein Film anzuschauen, dauert halt mal 1,5 Stunden. Und ob ich jetzt in 10 Sekunden einen Film runtergeladen habe oder in 30 Sekunden, spielt doch keine Rolle. Wie ist, also wenn wir jetzt dieses Thema 5G anschneiden, ja, da gibt es ja manche Leute, die sagen, okay, in Deutschland gibt es das noch gar nicht in der Art und Weise, wie es halt immer propagiert wird, weil in Amerika, wenn da von 5G geredet wird, wird von diesen Small Cells geredet. Das heißt, alle 100 Meter hat man so einen kleinen Mast, ja, um halt diese Massen von Daten zu übertragen, dass es halt ganz zielgerichtet ist. Und was ich so bisher gehört habe, dass in Deutschland das irgendwie eine Kombination von 4G plus ist und dass das in so in der Art und Weise noch gar nicht existiert. Oder was sagen Sie dazu? Das 5G als Oberbegriff können wir zerlegen. Einmal sendet 5G auf 4G-Frequenzen. Und wie Sie richtig gesagt haben, ist eigentlich ein aufgepimptes 4G, also ein 4G plus vielleicht. Die Signalbandbreite ist ein kleines bisschen breiter, aber die abgestrahlte Leistung ist die gleiche und die Datenübertragungsgeschwindigkeit unterscheidet sich auch nicht viel großartig von 4G. Das ist das eine. Wird aber den deutschen Bevölkerung als 5G verkauft. Genau. In Schweiz nicht. Dann gibt es das 5G mit teilweise Beamforming, das heißt, der Strahl folgt dem Benutzer, aber nicht punktgenau, sondern eine gewisse Fläche. Bis jetzt ist es so, dass der Mast zum Beispiel oder die Antenne hat einen Öffnungswinkel von 120 Grad oder von 90 Grad und bestrahlt eine große Fläche. Irgendwo in dieser Fläche bin ich als Telefonierer. Bei den adaptiven Antennen mit Beamforming, also Strahlbündelung, weiß jetzt der Mobilfunkmast, wo bin ich und sendet seine Strahlung bevorzugt in diese Richtung. Damit kann er die Leistung auch reduzieren. Er kann aber auch weiter, je nachdem, wie man es nimmt. Und dieses Beamforming 5G, da habe ich nochmal höhere Datenübertragungsraten als beim 4G. Das wird bei uns eingesetzt bei 2,6 und bei 3,5 bis 3,7 Gigahertz. Die Small Cells in einem noch höheren Frequenzbereich liegen zwischen 20 und 60 Gigahertz. Das heißt, ich mache an jede dritte Straßenlaterne einen kleinen Sender.
der bestrahlt ein Haus, einen kleinen Bereich damit oder ein paar Häuser, kommt aber nicht durch die Wand durch. In dieser Frequenz geht kaum noch was durch die Wand durch. Das heißt, die Leute dürfen sich dann kleine Außenantennen machen, um das Signal reinzuholen, und im Innenbereich haben sie dann vielleicht wieder WLAN, um das Signal zu verbreiten. Okay. Also das ist so ein bisschen die Richtung. Wir haben es glücklicherweise bei uns noch nicht, aber mein amerikanischer Kollege in Kalifornien sagt, ich kriege Anfragen aus den ganzen USA, da ist 5G hoher Frequenzbereich, hat sich jetzt extra ein Messgerät dafür zugelegt, um bis 40 GHz messen zu können. Haben Sie das auch, so ein Messgerät? Also ich kann bis 6 GHz messen, das ist zurzeit vollkommen ausreichend bei uns, weil es spielt sich ab zwischen 700 MHz und 3,6. Das ist Mobilfunk. Ja. Ja? Im Gegenteil, wir gehen noch weiter runter, sogar bis 450 MHz, damit diese ganzen Funkverbrauchsmelder, Wasser, Gas, Heizkörper und so weiter, die werden vielfach auf den 450 MHz-Bereich runtergeschickt. Ist das Smart Meter im Englischen, was an jedem Haus in Amerika mittlerweile schon hängt? Oder haben wir das in Deutschland schon so? Das weiß ich noch gar nicht. Smart heißt ja übersetzt intelligent. Ja. Also um die Energie gezielter einzukaufen und zu verwenden, gibt es einmal intelligente Stromnetze, Smart Grid. Dann gibt es das Smart Meter, das intelligent ist, kommen wir gleich dazu. Und dann die smarten Geräte. Das heißt, ich habe heute Schwierigkeiten, eine Waschmaschine zu bekommen, weil der WLAN-Chip fehlt, der Nachschub fehlt. Meine Waschmaschine ist internetfähig. Die Waschmaschine soll später Kommunikationen durchführen. Der Smart Meter erkennt, welche Geräte da sind und kommuniziert mit denen. Und der Smart Meter, es gibt jetzt, Smart Meter heißt erstmal nur, dass ich statt einem Drehscheibe ein Gerät habe, was einen Zähler hat, auf elektronischer Basis, mit digitaler Anzeige. Und der Smart Meter kann jetzt einmal nur Zahlen erfassen oder es meldet den Verbrauch. Geplant ist ja, dass jedes Stromerfassungsgerät im Haushalt, also der Stromzähler, jede Viertelstunde dem Energieversorger meldet, wie viel Strom im Haus verbraucht wird. Das kann er machen in Österreich über PLC, Powerline Communication, das heißt, er sendet Daten über die Stromleitung. Die werden an der nächsten Trafostation werden die gesammelt. Das Haus, die Hausdaten werden nur alle 15 Minuten gesendet und die restliche Zeit sendet er Schrott oder verstärkt die anderen Informationen, die er bekommt. Also ich habe rund um die Uhr eine Bestrahlung über die Stromleitung. Deutschland, das Bundesamt für Sicherheit in der IT, hat gesagt, das ist mir zu unsicher. In Deutschland möchte man statt PLC, dass der Smart Meter über Funk geht oder über Internetleitung. Und da sind jetzt entsprechend 4 Anbieter da. Deswegen dürfen die jetzt offiziell auch eingebaut werden, weil wenn nur 1 oder 2 Anbieter da sind, ist kein Wettbewerb. Und jetzt fängt man eben an, in ganz Deutschland diese intelligenten Zähler einzubauen. Und hat, so wie hier bei mir, keinen Sender im Haus und kriegt dann einen Smart Meter mit Funk, der alle 15 Minuten ein Signal sendet. Gezwungen sozusagen? Kann man das so sagen? Bitte? Kann man sich das aussuchen? Man kann sich den Messstellenbetreiber aussuchen. Früher hat man einen Anbieter gehabt, den regionalen. Der hat den Strom geliefert, der hat den Zähler geliefert, der hat die ganze Abrechnung gemacht, der hat auch die Leitung gehabt. Heute ist es so, dass Sie zum Beispiel bei Vattenfall den Strom einkaufen, der örtliche Energieversorger stellt sein Stromnetz zur Verfügung und den Zähler holen Sie sich bei noch jemand anders. Und da können Sie sich ja jemand aussuchen, der zum Beispiel sagt, nee, ich habe da jetzt keinen Funkteil drin. Ja. Die Möglichkeit bietet sich, die wenigsten Leute wissen das. Die nehmen einfach den Stromzähler vom Energieversorger. Also da kommen viele Probleme auf uns zu. Und dann das nächste Problem, Sie haben vorhin ja mal das Wort kurz in den Mund genommen, Dirty Power. Das ist so der Frequenzübergang zwischen Niederfrequenz mit 50 Hertz auf die Hochfrequenz. Ist nicht genau definiert, wo der Übergang ist. Sagen wir mal zwischen 30 und 100 Kilohertz geht es von der Niederfrequenz auf die Hochfrequenz. Und da gibt es Regelungen, dass ein Gerät, wenn es Strom verbraucht, nur einen gewissen verzerrten, sage ich mal, Sinus zurückliefern darf. Schmutzige Energie, Dirty Power. Und da ist es so, man hat Bereiche festgelegt, die geprüft werden.
Was haben die Erzeuger der Geräte gemacht? Sie sind ausgewichen, dass ihre Geräte dort, wo es nicht geregelt ist, die Dirty Bauer machen. Ja, das ist also unsere ganze Elektronik im Haushalt macht Schwierigkeiten, weil sie das Stromnetz versaut, weil sie keinen sauberen Sinusstrom mehr zurückgibt. Nochmal wieder zurück zum Smart Meter in Amerika, die an den Außenseiten der Häuser sind. Bei uns sind ja die Stromzähler im Haus, in Amerika sind sie außerhalb. Die arbeiten vielfach schon mit Funk, während bei uns noch sehr, sehr wenige Smart Meter per Funk arbeiten. Und dort haben die einfach das Problem, die kriegen so einen Zähler hin und der sendet und sendet. Und die Leute kriegen teilweise massive Probleme damit. Ja, das habe ich auch häufig gehört. 5G ist halt auch noch intensiver ausgebaut, ja, gerade in Kalifornien und so weiter. Ja. Ja, da gab es ja auch die Waldbrände und so weiter, sagen ja auch viele Leute, das ist irgendwie ja, potenziell, wer weiß. Ja. Was da jetzt miteinander hängt, ich war nicht dabei, aber sie können natürlich mit Funkwellen nicht nur, oder über eine mobile Funkantenne nicht nur eine Funkwelle ausstrahlen, die für die Kommunikation zuständig ist, sondern sie wissen das noch besser als ich, dass man mit Wellen Gehirnbeeinflussung durchführen kann. Ja. Und was da noch alles kommt und die Folge dieser Dauerbestrahlung ist, haben wir noch viel zu wenig Vorstellung, wir als Endverbraucher. Ja, ich glaube, mir ist halt aufgefallen, man kann sich da ganz gegenüber aufregen, aber ich glaube, man muss einfach auf sein eigenes Leben schauen und da Verantwortung übernehmen und erstmal das in den Griff bekommen. Ja, weil ich habe das in der Vergangenheit viel gemacht, dass man sich die ganze Zeit mit Sachen auseinandergesetzt hat und so weiter. Wobei ich dann gemerkt habe, dass ich sehr viel negative Energie einfach da verbraucht habe oder einfach Energie verbraucht habe, anstatt diese Energie für mich zu nutzen und wirklich mich, aber auch nicht verrückt zu werden, nicht sich komplett verrückt zu machen, weil das ist ja die andere Sache, dass sich Menschen komplett verrückt machen können. Und ich hatte auch so ein paar Phasen, ja, du liest ein paar Bücher, schaust dir ein paar Studien an, gerade wenn es im Bereich von, du hast so einen fetten Mobilfunkmasten, weiß nicht, 100 Meter von deinem Haus entfernt. Bei meinen Eltern zum Beispiel war es so, ich bin zu denen nach Hause gekommen, wenn ich da mal zu Besuch war. Und immer nach so ein, zwei Tagen, ich habe das Gefühl, dass es so richtig in die Energie runterging und halt gar nichts mehr ging sozusagen. Ja, und mein Zimmer war im ersten und in der zweiten Etage. Und da sind die Werte extrem erhöht, ja, und auch dauerhaft sozusagen. Ja, und ich weiß nicht, ob es genau das war oder ob es eine Kombination von 5 Millionen anderen Dingen waren. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante, die Erfahrung musste ich halt so machen. Ja, und dann frage ich mich natürlich, okay, was mache ich jetzt mit meinen Eltern, die da wohnen, ja, wo in der unteren Etage das, die Werte nicht so stark waren. Ja, sage ich, okay, ist erstmal gut, dass das so ist. Ja, wir können noch andere Sachen machen. Ich hatte auch einen Baubiologen da. Ja, und der hat dann gesagt, ja, hier, die Matratze, dass die magnetisiert war und ganz viele andere Sachen, ganz viele Felder. Ja, und da hat man auch, ne, und da hatte ich, wollte ich eigentlich fragen, ob die auch mal vorbeikommen können, sich das mal anschauen. Ne? Ja, das nochmal dazu. Aber ich würde gerne, 5G haben wir so ein bisschen angeschnitten. Sehen Sie 5G allgemein als super krasses Problem oder ist es eher wieder so ein kleiner Teil von dem ganzen Puzzle? Es ist einfach, glaube ich, noch mal mehr als ein Tropfen, ja, der das Fass zum Überlaufen bringt. Es ist eine Technologie, die wir als Endverbraucher nicht brauchen. Okay. Ja? Und jede zusätzliche Funkbelastung ist einfach zu reduzieren und zu vermeiden. Und gerade wenn ich sowieso mit 4G schon ein ordentliches Netz da habe, frage ich mich, für was brauche ich noch 5G, 6G? Die sind ja zurzeit am Bearbeiten des 7G. Ja, man hat alle 10 Jahre kommt ein neuer Mobilfunkstandard raus und dann macht man sich Gedanken, wie können wir das jetzt machen. Es führt also hin zu der totalen Vernetzung der Menschen, der Geräte. Die Computer übernehmen zukünftig das Denken für uns. Sie wissen im Vorfeld, wie wir handeln, weil wir ja genau im Fratzenbuch unsere ganzen Informationen hinterlassen, welche Likes wir machen, auf welche Seiten das wir gehen, welche Seife wir bestellen, welche Lebensmittel. Es ist alles erfasst und dafür brauche ich natürlich 5G, unter anderem um die hohen Datenmengen auch verwalten zu können oder zu erfassen. Also für mich ist 5G eigentlich ein No-Go, weil mit dem, was wir haben, vollkommen auskommen. Im Gegenteil, wir sollten mal schauen, dass wir ein bisschen Detox machen, also uns von diesen Dingen fernhalten. Von der gesundheitlichen Perspektive jetzt ein niedrigfrequentes Feld am Bett sozusagen oder halt das Smartphone oder die hochfrequente Strahlung, gibt es da gesundheitliche Unterschiede, welches schlimmer ist oder kann man das nicht so sagen, pauschal? Man kann es nicht so sagen, weil jedes hat seinen Einfluss. Ob ich ein elektrisches Wechselfeld habe oder ein magnetisches Wechselfeld. Die Hochfrequenz zum Beispiel führt dazu, dass die Blut-Hirn-Schranke geöffnet wird und dann entsprechend Schadstoffe ins Gehirn reinkommen, Quecksilber und so weiter. Das kann mit DECT passieren, kann mit WLAN passieren. Ich habe tagsüber durch das Licht
wird dem Körper gesagt, es ist Tag und dann wird Melatonin nicht produziert und diese interne Krebspolizei wird primär nachts produziert. Wenn ich aber nachts ein WLAN neben mir habe, sagt oder empfindet mein Gehirn das als ein Tageslicht, einfach als eine elektromagnetische Welle und sagt ja, es ist ja Tag, ich brauche kein Melatonin produzieren. Also da ist auch ein Problem dazwischen, aber nochmal zurück zur Frage, das elektrische und magnetische Feld, jedes hat seine eigenen Beeinflussung des Körpers und zu sagen, welches Feld ist kritischer, ich bin heute, komme langsam zu der Meinung, dass Mobilfunk kritischer wird. Bei magnetischen Wechselfeldern wissen wir, dass es Krebs erzeugen kann. Das ist die am besten untersuchte Sache. Elektrische Wechselfelder, Nervenzellenreizung, Schlafstörungen, typische Symptome. Die Leute gehen ins Bett, Hunde müde, können nicht einschlafen, es peitscht auf, sie werden unruhig, sie schlafen schlecht. Sicherung mal ausschalten, Nachttischlampe andersrum reinstecken, kann vielleicht schon das Problem gegessen sein. Magnetische Wechselfelder hat man eigentlich weniger. Kann mal in einem Altbau sein oder so wie Sie sagen, Hochspannungsleitung. Dort, wo Dachständerleitungen sind, also wo die Energieversorgung von Dach zu Dach noch durchgeführt wird, habe ich das Problem, dass ich mit meinem Schlafzimmer normalerweise unterm Dach bin, nahe dieser Leitungen. Da können auch teilweise schöne magnetische Wechselfelder sein, weil die eben alles durchdringen. Aber in der Hochfrequenz komme ich zu vielen gepulsten Systemen, unterschiedlich gepulst. Das Tetra-System, das digitale Radio ist gepulst. Dann habe ich den schnurlose Telefon, ich habe den WLAN, ich habe den Mobilfunk, überall gepulste Systeme und immer mehr und verschieden gepulst. Und das in Summe sehe ich mittlerweile als einen kritischeren Punkt an als die Niederfrequenz. Okay. Ja, da sind wir jetzt halt bei dem Punkt, okay, was kann ich machen und wo fange ich an? Es gibt einfache Dinge. Einfach mal zu schauen, warum ist meine Nachttischlampe eingesteckt. So ein kleines, so ein Multitester, MS-18, wird bei mir auch auf der Homepage vorgeführt. Dieser MS-18-Stift kostet 10 Euro oder 9 Euro plus Porto. Kann berührungsfrei von außen zur Prüfung eingesetzt werden, dass man feststellt, ist die Nachttischlampe richtig oder falsch rum eingesteckt. Ich kann mir einen Netzabkoppler, der Volksmund sagt Netzfreischalter, einbauen. Der kommt in den Sicherungskasten, schaltet den Schlafzimmerstromkreis immer auf Gleichspannung, was kein biologisches Risiko ist. Und im Augenblick, wo ich jetzt das Licht anschalte, reagiert das Relais im Sicherungskasten und schaltet sofort von Gleichspannung auf Wechselspannung. Ich merke gar nichts, das passiert alles im Hintergrund. Das wären so die preiswerten Möglichkeiten. Kein Radio, dann Netzabkoppler bedingt aber, dass ich keinen Stromverbrauch auf der Sicherung habe. Ja. Der Radiowecker muss weg, haben heute viele Leute gar nicht mehr, weil sie das Handy haben. Ja? Die Elektronik im Schlafzimmer, die Unterhaltungselektronik, über eine schaltbare Leiste ausschalten. Nicht über eine Zeitschaltuhr, weil die Zeitschaltuhr wieder Strom braucht, damit es weiß, wie spät das ist. Ja, ja. Ja? Also das wäre, sagen wir, im niederfrequenten Bereich wichtig. Im hochfrequenten Bereich schnurlose Telefone. Wenn ich wirklich eines brauche, besser wäre, schnurgebunden zu telefonieren. Aber beim schnurlosen Telefon gibt es Geräte, die zum Beispiel Echo Mode Plus heißen oder den blauen Engel haben. Da muss man sich anschauen, da gibt es auch Verzeichnisse. Diese Geräte schalten nach dem Telefonieren Dauersenden aus. Das ist beim DECT. Beim WLAN, wenn ich es brauche, auch überlegen, wann brauche ich es. Muss ich eine 24-Stunden-Berieselung haben oder genügt es? Manche Leute sagen, hey, die Frau geht halt dreimal am Tag rein, möchte sehen, was an WhatsApp ist. Gut, dann drückt sie halt am Router auf den Knopf, dann ist WLAN an, dann schaut sie, was los ist und schaltet wieder aus. Sie machen Körperhygiene, sie machen Mundhygiene. Warum machen die Menschen keine Strahlenhygiene? Ja. Ist so einfach. Einfach ein bisschen bewusst mit dem Ding umgehen. Also beim WLAN brauche ich ihn wirklich. Sendeleistungsreduzierung, Nachtabschaltung kann man über die Software machen. Da hat man die wichtigsten Dinge schon gemacht. Und an seinem Mobiltelefon WLAN und Bluetooth nur aktivieren, wenn ich es brauche und danach wieder ausschalten. Okay. Und beim Mobilfunkmast, der ist ein bisschen schwer. Da geht es eigentlich nur Abstand halten. Geht nicht einfach, weil wenn alle Abstand halten, rückt der Mast nach, weil die ja wieder alle telefonieren wollen. Also der nächste Schritt, leider, ich habe den Mast nicht bestellt, aber ich möchte mich schützen. Dann gibt es entsprechende Materialien, die man bis sich zulegen kann. Abschirmfarben, Tapete, Putze, Fliesen, Gipskartonplatten, Spachtelmassen. Der Markt ist sehr groß.
Ich habe dazu bereits seit 2000, jetzt in der dritten Auflage, umfangreiche Dokumentationen geschrieben, wo man nachlesen kann, welches Produkt ist geeignet, welches nicht, wie hoch ist die Abschirmwirkung, in welchem Frequenzbereich, auf was soll ich bei der Erdung achten. Das ist so das Standardnachschlagewerk im deutschsprachigen Bereich zum Thema Hochfrequenzabschirmung. Auch wenn manche sagen, das bringt nichts, ich kann sagen, messtechnisch kann man wunderschön den Nachweis führen, es bringt was. Wobei ich mir da eben bei vielen anderen Sachen nicht sicher bin, was es so an Aufklebern und Chips und Pyramiden und so weiter gibt. Die reduzieren die Strahlung nicht. Sie mögen im feinstofflichen Bereich arbeiten, das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist, dass die Aussage von den Leuten reduziert Elektrosmog nachweislich. Und das ist messtechnisch absoluter Humbug. Weil um eine Hochfrequenzabschirmung zu machen, brauche ich entweder ein massives Mauerwerk, wo die hochfrequente Strahlung zum Teil in Energie umgewandelt wird. Deswegen wird der Beton nicht warm, aber die Energie kommt hinten immer raus. Jede Welle ist Energie. Oder ich habe eine elektrisch leitfähige Fläche, eine Wärmeschutzverglasung, eine Blechfassade, eine Abschirmfarbe, die die hochfrequente Strahlung reflektiert. Aber einen Chip aufstellen, aufkleben aufs Handy und zu sagen, die Strahlung ist weg, du kannst jetzt telefonieren, ohne krank zu werden. Das finde ich eine absolute Verdummverkaufung von den Bürgern. Ja, ist halt, wenn da sehr viel Unwissenheit da ist dann, mit Angst gearbeitet wird, dann ja. Passiert halt sowas. Ja. Und das ist gang und gäbe, auch gerade in sozialen Medien, dass da auch so Werbung geschaltet wird und Leute sowas kaufen und natürlich mal sagen, ja, ich habe diese Erfahrung gemacht und es geht mir so viel besser. Aber ja. Es gibt Menschen, denen geht es danach besser. Stelle ich nicht in Frage. Ja. Nur wenn man sich nur so überlegt, in Österreich gibt es oder gab es einen schönen Stecker wie einen Schuko-Stecker ohne Kabel, den haben sie in die Steckdose gesteckt und das Gerät soll angeblich erkennen, was der Atomstrom ist und den schickt er wieder zurück und lässt nur den grünen Wasserstrom durch. Also, und dafür zahlen sie dann 120 Euro. Die Leute suchen was und dann sollen sie es auch kriegen. Und das ist deren Geldbeutel und es ist erschütternd, was manchmal an Schrott angeboten wird. Bringt es was, unter so einem Kanapee zu schlafen? Also was überall angeboten? Weil ich hatte mir mal eins gekauft, aber ich, ganz ehrlich, mein Schlaf darunter war eher schlechter. Das, so ein Baldachin? Ja, also Baldachin, genau. Ja, ja. Ja, unter einem Baldachin, der immer was Engmaschiges sein muss, damit er entsprechend die hochfrequente Strahlung reduziert, kann es dazu kommen, insbesondere wenn man zu zweit drunter schläft, es entsteht zu viel Kohlendioxid, was sie ausatmen. Ja, sie atmen Sauerstoff ein, CO2 aus und das CO2 kann nicht mehr vernünftig durch die engmaschigen Vorhang diffundieren und sie ersticken sozusagen oder atmen ihre eigenen Abgase ein und kriegen dann entsprechend, sie fangen zum Schwitzen an, sie haben Kopfschmerzen in der Früh, weil sie einfach eine Kohlendioxidvergiftung bekommen haben. Es gibt immer wieder mal Situationen, wo man sagt, komm, lass eine Seite offen. Das kann man messtechnisch rausmessen, dass man nur drei, beziehungsweise in dem Fall eigentlich von sechs Seiten, vier rundherum plus Boden plus Decke sind sechs Seiten, eine Seite offen lässt und dann kann die Frischluft von der Seite noch rein. Gibt es durchaus Situationen, das ist natürlich das Enge, der Baldachin. Den kann ich kaufen, aufhängen, mitnehmen. Besser ist natürlich, man würde den ganzen Raum an den Wänden zum Beispiel mit einer Abschirmung versehen, aber wenn es eine Mietswohnung ist, dann geht es da schon wieder los. Ich muss eine Wohnung so übergeben, wie ich sie übernommen habe. Klar, ne. Weil ich bin auch gerade dabei, mir eine Wohnung ausbauen zu lassen oder auszubauen. Und da waren wir unser Elektromeister, der das macht, meinte, ja, diese Netzabkoppler, die waren vor so 20 Jahren, waren die mal so richtig in. Und ihr seid jetzt die Ersten seit 20 Jahren, die sowas haben wollen. Ja, okay. Aber dann haben wir es auch so gemacht, dass wirklich der Kühlschrank eine einzelne Leitung hat sozusagen, geht nur dahin. Ja. Und alles andere sind einzelne Felder, die halt auch dann sich ausschalten. Und man braucht auch nicht die ganze Wohnung freischalten. Ein Netzabkoppler ist für den Schlafbereich. Ja, aber ich habe einfach jetzt alles gemacht. Man sollte natürlich dann überlegen, wenn man Schlafbereich ausschaltet, man hat ja neben dem Schlafzimmer in der Regel ein anderes Zimmer noch, das eine andere Sicherung hat und von dort aus in den Schlafbereich wieder reinstrahlt. Deswegen ist es nicht verkehrt, erst eine Messung zu machen, zu überprüfen, genügt es, die Sicherung vom Schlafzimmer auszuschalten oder muss ich noch eine zweite oder dritte Sicherung mit dazu nehmen? Ja. Aber bei hochfrequenter Strahlung muss das dann auch geerdet sein, wenn man sowas abschirmt, auch so eine Farbe nutzt, oder reicht es, wenn man einfach so eine Farbe da an die Wand streicht und dann ist das gut so?
Zwei Aspekte. Für die hochfrequente Reduzierung selber genügt eine elektrisch leitfähige Fläche. Wir nehmen die Sonnenschutzverglasung, die die meisten Menschen heute haben, mit Häusern, wo die Fensterscheiben so ab 1996 eingebaut worden sind, ist es Standard. Zwei Glasscheiben, heute drei Glasscheiben, eine davon oder zwei, haben eine elektrisch leitfähige Fläche. Man kann durchschauen, wir verlieren 20% der Helligkeit durch die Beschichtung, aber die Hochfrequenz wird um den Faktor 1000 in der Strahlungsdichte hinter der Scheibe gedämpft. Ich brauche keine Erdung. Wenn ich aber jetzt eine Wand mit einer Abschirmfarbe streiche, ist das zunächst genau das Gleiche. Wird reflektiert die Strahlung. Aber ich habe in der Wand Stromleitungen, die, wie wir am Anfang unseres heutigen Gesprächs ja gesagt haben, wie eine Wasserleitung, die Wärme abstrahlt, habe ich eine Stromleitung, die ein elektrisches Feld abstrahlt. Die elektrisch leitfähige Fläche übernimmt das und auf einmal strahlt die ganze Wand ein elektrisches Feld ab. Das ist das eine. Das andere ist, Sie haben alles wunderschön gemacht, mit Abschirmfarbe, ohne Erdung. Ihre Frau möchte ein Bild aufhängen, schlägt einen Nagel in die Wand und trifft genau die Phase von der Stromleitung, die dahinter ist. Dann steht die ganze Wand unter 230 Volt. Und es kann sein, dass Sie irgendwo in Berührung mit dieser Farbe kommen und dann kriegen Sie eine gewischt. Deswegen schreibt die VDE vor, große elektrisch leitfähige Flächen müssen in den Potentialausgleich eingebunden werden. Und jetzt brauchen Sie noch ein FI, einen Fehlerstromschutzschalter, der würde erkennen, halt, ein Teil des Stromes fließt über die Farbe ab auf die Erdung und dann löst er sofort aus und sagt, Spannung abschalten. Ja. Deswegen elektrisch leitfähige Flächen sollten geerdet werden. Okay. Geht beim Baldachin nicht. Da ist ja aber auch keine Stromleitung, die Sie in den Baldachin reinlegen. Nee. Deswegen, es gibt Baldachine, die man erden kann, Baldachine, die man nicht erden kann. Sind beide in Ordnung, sind unterschiedliche Einsatzzwecke, aber eine Erdung ist nicht notwendig. Kennen Sie diese typischen Erdungsmatten fürs Bett, wo man drauf schlafen kann? Da habe ich auch einige Stories von gehört, dass wenn, als Beispiel, wenn ich das nicht richtig erde, dass das auch ein Problem sein kann wahrscheinlich. Okay, diese Erdungsmatten, die Sie ansprechen, es gibt Firmen, die nur davon leben. Ich habe mit so einer österreichischen Firma mal zu tun gehabt, die haben gesagt, ja, also die rufen praktisch in einem Ort über kalte Akquise Leute an, sagen, wir sind in 3 Wochen bei Ihnen, wir machen Elektrosmog-Beratung für 50 Euro. Da kann ich nie mithalten. Dann kommen die, oh, Sie haben ein riesen Feld im Bett, legen die Abschirmmatte rein, die geerdet wird, die Person wird an einen Multimeter angeschlossen, das auch geerdet ist und dann kommt null raus. Sehen Sie, wie erfolgreich unsere Matten sind. Kostet heute nur 2.000 Euro statt morgen 2.500 und ja. Die Leute kaufen. Und im Prinzip haben sie durch diese Matten überall eine Verschlechterung der Situation, weil die Matte geerdet ist. Sie liegen auf der Matte und alle Felder, die aus der Umgebung sind, werden jetzt bevorzugt in Richtung Matte angezogen. Das heißt, in der Regel haben sie in etwa eine Verdoppelung des elektrischen Wechselfeldes. Es gibt ja manche Bettenanbieter, die mittlerweile das auch anbieten, so eine Erdungsmatte, dass man darauf schläft. Also es kann potenziell auch nicht gut sein. Okay. Kommt aus USA und Kanada, wo die ganz verrückt sind. Es muss alles Earthing ja, sein. Ja. Nee. Das würde jetzt hier zu weit gehen, das zu zeigen und erläutern, wo was passiert. Aber man kann mit dem Erden von Materialien auch eine Situation verschlechtern. Okay. Ja, das ist interessant. Also diese Erdungsmatten oder Abschirmdecken, wie sie so heißen, unter den Matratzen, Finger weg davon, vollkommen überteuert und machen in der Regel schlechtere Felder als vorher. Okay. Wo finde ich denn jetzt, wenn ich zum Beispiel mir super unklar bin, ist es sinnig, sich so ein Messgerät selber zu kaufen oder soll ich lieber auf Google gehen und einen Baubiologen anrufen? Ich würde mal beide Wege denken. Es gibt zwar so manchen Kollegen, der sagt, so ein Breitbandmessgerät, besser gesagt Schätzeisen, hat nichts verloren in Laienhänden. Aber gerade ein Laie möchte auch mal ein Gefühl dafür kriegen, was ist los. Und es gibt Situationen, nehmen wir mal Sie, Sie gehen in einen Ort, da fühlen Sie sich wohl in einem Haus, an einer anderen Stelle nicht. Jetzt würden Sie so ein einfaches Messgerät nehmen und sagen, okay, dort habe ich Anzeige 10, beim anderen habe ich Anzeige 1000. Ja. Und Sie wiederholen das und stellen immer fest, hey, wenn Anzeige 10 ist, fühle ich mich wohl. Was die Anzeige 10 tatsächlich ist, spielt doch überhaupt keine Rolle. Ob die 10 jetzt in Wirklichkeit 10, 100 oder 1000 sind, Sie wissen aufgrund dieses Gerätes durch mehrmaligen Vergleich von Messpunkten, wenn das ist, ist das Ding in Ordnung.
Und so sehe ich das auch. Nur es gibt eben verschiedenste Leute, die in dem Bereich Messungen anbieten und mit Breitbandmessgeräten kommen und überhaupt keine Ahnung haben, was eigentlich das Gerät kann, wo die Grenzen sind, und dann noch reinschreiben, mit dem Gutachten tauglichen Gerät habe ich das und das gemessen und geben drei Stellen hinterm Komma an. Ja. Ja? Und da habe ich Probleme. Aber wenn jemand sagt, ich habe ein Problem, ich möchte gerne jetzt eine Messung haben, kann man sich im Internet erkundigen. Es gibt zum Beispiel den Berufsverband Deutscher Baubiologen, wo Menschen drinnen sind, die professionell arbeiten, die eine Ausbildung haben, die vernünftige Messungen durchführen. Es gibt andere Verbände, da kann im Prinzip jeder mit rein, mit welchem Gerät er auch immer misst. Er muss keine Qualitätssicherung betreiben, er muss sich nicht weiterbilden. Das sind so Auflagen, zum Beispiel beim Berufsverband Deutscher Baubiologen, VDB. Und dann ist auch eine Möglichkeit, wenn man jetzt mal jemanden anspricht, also ich kriege zum Beispiel deutschlandweit Anfragen. Ich sitze jetzt in Hamburg, können Sie mir weiterhelfen, ich habe das und das Problem. So, dann kläre ich das erstmal, was hat der? Und sage, okay, für Ihren Fall empfehle ich Ihnen den Kollegen aus Hamburg und gebe die Adresse weiter. Ja? Weil man erlebt es immer, die Leute suchen irgendwo im Internet, finden nichts. Warum soll man sich nicht irgendwo an eine bestimmte Stelle wenden? Es wird bald wieder eine Internetseite geben, die gab es mal längere Zeit, die ist jetzt komplett in der Überarbeitung, wo wir auch das ganze Thema Elektrosmog erklären, auch Messtechniker drauf haben. Aber ich will die Seite noch nicht nennen, weil sonst geht jemand drauf und sucht und sucht und findet sie nicht. Ja. Aber es gibt eben Verzeichnisse, wo man nachschauen kann, ich suche einen Messtechniker, unter anderem zum Beispiel baubiologie.net. Ja. Und dann findet man dort auch den für sich geeigneten. Schlimmstenfalls melden Sie sich bei mir und sagen, ich hätte Bedarf an jemanden in Österreich, in der Schweiz oder sonst wo, und dann kriegen Sie von mir auch eine Person genannt. Okay. Ich habe noch mal eine kurze andere Frage, die mir hochgekommen ist, weil ich habe so ein Gerät, also einfach so ein Multimeter gekauft, und dass man Körperspannung messen kann. Ja, ich bin, ich habe zu Hause auch, ich habe bestimmt 5 Geräte da liegen. Und ist da was dran an Körperspannungsmessung? Prinzipiell erstmal ist es eine einfache Methode. Ja. Sie legen sich ins Bett, die Felder aus der Umgebung gehen, koppeln an Ihren Körper an, und Sie messen jetzt gegen Erde. Ja. Normalerweise, weil Sie greifen ja eine Handsonde an, die Handsonde ist im Multimeter eingesteckt, das Multimeter ist auf dem Schutzleiter angesteckt. Ja. Normalerweise messen Sie potenzialfrei, also nicht gegen Erde. Aber das gibt Ihnen erstmal eine Orientierung. Das war das, mit dem ich auch angefangen habe. 1994 gab es noch nichts anderes. Da waren wir froh, dass wir die Körperspannungsmessung haben. Heute misst man potenzialfrei, also nicht mehr gegen Erde, sondern das Gerät steht alleine da und schaut, wie viel kommt von rechts, links, hinten, vorne, oben, unten, und gibt einen Wert raus. Ja. Weil im Bett, wenn Sie jetzt ein 2-Meter-Bett haben und legen ein Kleinkind rein, das einen halben Meter hat, dann wird das Ihnen einen anderen Wert bringen, als wenn Sie 2 Meter sind. Weil je mehr Fläche Sie ausfüllen, umso mehr Strahlung kann es sein, dass Sie aus der Umgebung auffangen können. Und umso höher wird der Wert. Aber um einfach mal zu sehen, was ist los, ist es eine Möglichkeit. Man soll es nur nicht überbewerten. Bei mir war es so, dass halt, ohne dass ich die Sonne angefasst habe, war schon ein erhöhter Wert da. Und dann ist es halt umso höher, ich glaube, ja, es war dann umso höher danach. Heißt es, dass der Schutzleiter, dass der dann nicht richtig geerdet ist, sozusagen? Nee. Nein, wir nehmen einfach das Beispiel, Sie legen sich rein, Sie greifen die Handsonde ein, das Multimeter ist eingestellt auf Wechselspannung und ist am Schutzleiter angeschlossen. Dann kann es, wenn Sie eine Nachttischlampe neben sich haben, die falsch rum eingesteckt ist, könnte es sein, dass das Multimeter anzeigt, dass Ihr Körper 3000 Millivolt, also 3 Volt aus der Umgebung an Spannung aufnimmt. Ja. Sie schalten die Sicherung vom Schlafzimmer aus und Sie haben 10 Millivolt statt 3000. Dann haben Sie einen tollen Sanierungseffekt. Ja. Passt. Kann aber auch sein, dass wenn Sie 1000 Millivolt haben und Sie schalten die Schlafzimmersicherung aus, dass Sie plötzlich 1500 haben. Dann strahlen praktisch aus den Nachbarräumen irgendwelche Stromkreise noch rein. Ja, ja? Weil wir haben ja in Deutschland ein Drehstromnetz. Also in Südtirol ist es so, dass jedes Haus nur eine Phase bekommt. Und in Deutschland bekommen sie 3 Phasen. Und die 3 Phasen sind zeitlich versetzt und in Summe machen sie 0.
Und jetzt haben Sie im Schlafzimmer eine Mischung aus allen drei Phasen, weil Sie haben auf der einen Seite vielleicht die Ankleide auf der Phase 1, das Schlafzimmer auf der Phase 2 und das angrenzende Bad auf Phase 3. Sie nehmen das Schlafzimmer weg, bleiben zwei übrig. Und je nachdem, wie die Gesamtsituation ist, kann es zu einer Reduzierung kommen oder schlimmstenfalls zu einer Erhöhung. Das ist Sache von einem Messtechniker. Aber so mit einer Körperspannungsmessung einfach mal zu schauen, was ist los, um mal anzufangen. Solange man es nicht übertreibt, hilft es einem erstmal einen Überblick zu kriegen. Okay. Also ich glaube, wir sollten, wir haben jetzt, eigentlich hatte ich auf 40 Minuten geplant, aber jetzt haben wir eine Stunde 30. Haben Sie irgendwas, wo Sie sagen, ey, weil mir geht es ja hauptsächlich darum, dass einfach dieses Thema bekannter wird und es geht ja überhaupt nicht darum, irgendwie unsere Firma zu promoten, gar nicht, sondern wirklich, dass Menschen aufgeklärt werden. Haben wir irgendwas vergessen, was irgendwie noch wichtig wäre? Wenn ich darf, würde ich auf meine Homepage hinweisen. Ja. Die Homepage heißt drmoldan.de, also in einem Wort geschrieben, drmoldan.de. Da gibt es in der Menüleiste oben einen Punkt, der heißt Infothek. Und in der Infothek ist ein Unterpunkt, der heißt Videos. Und das sind fünf kleine kurze Videos, die man sich anschauen kann, genau zu dem Thema von heute. Was ist ein Netzabkoppler? Was macht ein schnurloses Telefon? Was muss ich aufpassen? Geschirmte Elektroinstallation, WLAN und so weiter. Und das ist einfach nochmal für jemand, der jetzt aufgrund dessen, was er gehört hat, sich weiterbilden möchte, einfach mal nachgucken. Ich bin schmerzfrei. Ich freue mich, wenn die Leute es anschauen, wenn sie es verstehen, wenn sich jemand meldet. Okay, wenn die Information nur aufnimmt und weiter sich vor Ort sucht, wie ihm jemand helfen kann, dann hat unser beider Gespräch viel geholfen. An den Menschen ran, zu sagen, pass mal auf, glaub nicht alles, was da ist. Fang an zu nachzudenken, hinterfrage, such dir etwas, entweder preiswerte oder mal Messgeräte, um selbst ein bisschen was zu machen. Ansonsten schau nach jemand, der dir professionell helfen kann und ergreift die entsprechenden Maßnahmen. Das wäre so mein Wunsch. Und ist ja auch so, dass wenn man dann solche Maßnahmen ergreift, ich meine, das kostet auch Geld, es ist eine Investition, aber es lohnt sich auf jeden Fall, die Sache da Klarheit zu haben, glaube ich. Ja, weil ansonsten macht man sich immer nur verrückt und ja. Ich erlebe es immer wieder, dass die Menschen sagen, ich habe jetzt sauber gebaut, kommen Sie bitte. Herz- und Umweltmediziner im Osten von München. Wir haben bei dem in der Wohnung 7 WLAN-Quellen detektiert. Der hat geschirmte Kabel in Auftrag gegeben und hat das Beschissenste, was es gibt, gekriegt. Stegleitungen. Aber abgerechnet worden sind geschirmte Leitungen. Und lauter solche Sachen. Deswegen aufklären, hinterfragen und das Geld, was man investiert, ist nicht zu vergleichen mit einer kaputten Gesundheit, also mit Krankheit und mit der Situation, dass ich aus meiner Krankheit nicht mehr rauskomme. Und ganz wichtig ist für mich immer der Punkt, wenn jemand sagt, ja, was mache ich denn? Jetzt habe ich meine Kinder 3 Jahre lang oder so und so viele Jahre bestrahlt und den Feldern ausgesetzt. Dann mache ich den Menschen immer Hoffnung, sage, sie haben es erkannt im Gegensatz zu ihren Nachbarn. Sie können von heute an was ändern. Sie können ihren WLAN nachts ausschalten. Sie können Abstand halten vom schnurlosen Telefon, Bluetooth ausschalten, einfach bewusster umgehen. Und das ist doch viel mehr wert. Es gibt manche Dinge, wie dieser Prüfschraubenzieher, wie rum der Stecker in der Steckdose ist, 10 Euro. Und ich habe 90% Feldbelastungsreduzierung geschaffen. Das ist doch ideal. Was mache ich, wenn mein Kind in die iPad-Klasse geht und Schulpflicht besteht? Ja, ich habe heute von jemandem erfahren, dass dann die Kinder müssen schon in der Schule WLAN haben, iPad haben. Und derjenige ist Geringstverdiener. Der kann sich keine 600 Euro für so ein Ding leisten. Also mit den Kindern, wenn jetzt so ein Gerät angeschafft wird und sie müssen es bezahlen, einfach sagen, pass mal auf, das ist für die Schule. Und wir versuchen, dass das Kind noch in die Natur rausgeht. Sie haben ja heute Kinder. Wenn ein Bilderbuch vorgelegt kriegen, dann versuchen sie durch Wischen zu blättern, weil sie kein Buch mehr kennen. Die Augen gehen kaputt, die strahlen. Guck mal, da ist Papi und Mami, da, schau mal. Und dann schaut er eine halbe Stunde lang in so einen Datenübertragung mit den Eltern. Klar ist es schön, den Vater zu sehen, wenn der eine Woche lang nicht da ist und ist 500 Kilometer weg. Aber das muss nicht eine halbe Stunde sein und jeden Tag. Kurz, alles sich einfach bewusst machen.
Ich kann mir, wenn, wer ich, weil ich hatte in der Schule richtige Lernprobleme und so weiter, und ich weiß, also ich habe mich sehr viel mit dem Thema Licht auch beschäftigt, ja, das ist ein anderes Thema, was mich super fasziniert. Und Leuchtstoffröhren und Flimmereffekt sozusagen war für mich, glaube ich, weil auch die ganzen Schulräume bei uns, es war genau das. Und immer wenn ich früher in den Supermarkt reingekommen bin, habe ich alles vergessen, weil es war einfach so und irgendwie ist mein System so ein bisschen sensibel dafür. Ich glaube, wäre bei mir noch WLAN und allem so ein Krams mit dazugekommen, ja, und auch der Stress, ich glaube, ich hätte noch, also da hätte ich richtig Probleme in der Schule wahrscheinlich gehabt. Und da habe ich mal, wenn ich jetzt so auch viele junge, kleine Kinder sehe, die wirklich diese ganze Belastung ausgesetzt sind und völlig hyperaktiv sind und gar nicht mehr beschulbar sind, ich kann mich da so ein bisschen hineinversetzen, weil ich wahrscheinlich das auch gewesen wäre, ne? Also in der heutigen Welt. So, ne? Ja, es ist interessant. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, das waren dieses 50-Hertz-Flimmern von den Leuchtstoffröhren, wo viele Menschen dann auch Probleme bekommen haben. Jetzt gehe ich ja in den Kilohertz-Bereich rein, da strahle ich eine hochfrequente Welle ab. Ob das besser ist, sei mal dahingestellt, fürs Auge vielleicht vorübergehend. Wir sehen es nicht mehr. Aber ob die 25 Kilohertz nicht im Unterbewusstsein aufgenommen werden, das ist nochmal ein anderes Thema. Da beschäftigen Sie sich noch mehr mit Licht, als es ich mache. Ja, also, ich möchte mich erstmal bedanken für das Gespräch und vielleicht kommen auch ein paar Fragen, vielleicht kann man sogar in einem Jahr oder so vielleicht nochmal ein paar Fragen beantworten, mal gucken. Auf jeden Fall war es, glaube ich, sehr hilfreich für einige Leute und ja. Das wünsche ich mir, bedanke mich fürs Gespräch, fand es toll und unser beider Ziel ist ja aufklären und reduzieren und ein bewusstes Leben anstreben. Perfekt. Dankeschön. Dankeschön. Super. No, ja. Stopp, jetzt lassen wir das mal noch. Wenn Sie wollen, ich könnte mir jetzt vorstellen, ich habe nie auf die Uhr geschaut, dass wir so lange waren. Wir können gerne so irgendwas einspielen, dass Sie sagen, Sie machen daraus 2 oder 3 Blöcke, ja, sodass Sie einfach nochmal begrüßen. Ja, ich weiß nicht, wie lange...